Die geschminkten Masken, ja. Adolf erzählte mir von einer uralten geheimen Verbindung des bleiernen Schlüssels in der Region, die als die geschminkten Masken bekannt sind. Er meint, dass niemand in der Region diesen Namen zu kennen scheint, weshalb unsere beste Hoffnung sei, ein Auge nach Spuren des bleiernen Schlüssels auf. Unsere Augen nach Spuren des bleiernen Schlüssels aufzuhalten. Wir sind auf ein treibendes Schiff gestoßen. Die Mannschaft war tot, doch Adolf war der Meinung, sie könnte in Verbindung mit dem bleiernen Schlüssel stehen. Ich las die Seele eines der toten Mannschaftsmitglieder. Sie waren einfache Kaufleute. Mhm. Did you find something? You have that look again. Hast du etwas gefunden? Du zeigst wieder diesen ganz speziellen Ausdruck. Es waren Kaufleute, umgebracht von Huaner, die irgendwas davon gemurmelt haben, dass Fremde ihre Ländereien beschmutzen. Well, that's a start. Nun, das ist doch immerhin ein Anfang. Seine Laune bessert sich. I found some unusual stains. I don't think they're blood, but they are rather odorous. Ich habe eine ungewöhnliche Verfärbung gefunden. Ich glaube nicht, dass es Blut ist, aber sie weisen einen ziemlich üblen Geruch auf. Er rümpft die Nase und deutet auf etwas, das die Farbe eines frischen blauen Flecks aufweist. Das ist Koiki-Brei, ja? Das wissen wir, weil wir Weitläufer sind. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Igitt. Nehmen wir mal die Eins. So it is. But what would that be doing here? Das ist es, aber was sollte es an dieser Stelle zu suchen haben? Ich weiß es nicht. We gave it a wide berth back on a sorcerer, though. Diese halbverrückten Wahaki auf Orikohiki spielen sich total damit ein. Die Insel ist nicht weit von hier. Damals auf der Zauberer haben wir allerdings einen großen Umweg darum gemacht. I've heard they're aggressively isolationist. As for what that has to do with the Latin Key. Ich habe gehört, sie verteidigen ganz aggressiv ihre isolierte Abgeschiedenheit. Aber was das jetzt mit dem bleiernen Schlüssel zu tun haben soll? Er runzelt die Stirn und betrachtet das auf das Segel aufgemalte Symbol, das an einen Schlüssel erinnert. Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir als nächstes suchen müssen. Ich wünschte, wir würden noch einen unglücklichen Initiierten mit einer überschüssigen Kutte finden. Er sieht dich an und lächelt verschmitzt. Ja, das ist eine Anspielung auf Trutzbucht damals. So, und mehr kann ich hier nicht machen. Hm? Nö. Zurück aufs Schiff. Dumm die dumm. Was sagt meine Mannschaft so? 7 und 9 weitere Tage, bis wir mal irgendwo anlegen an einem Hafen. Oh, Treibgut. Reparaturvorräte und ein Pestschiff. Ah. Ja, Alt-Engrim muss mit Verletzungen arbeiten, ich weiß. Und hier? Okay, hier könnten wir an Land gehen. Oh, nein! Oh. Nervensäge. Oh, wir sind wenigstens wieder voll repariert. Gut, gucken wir uns mal das Pestschiff an. Am Horizont steigt ein Leuchtsignal in den Himmel und explodiert dazu eine rötliche Wolke, die sich langsam auflöst. Ein Pestschiff, Kapitän, sagt Beodo leise. Eine rautaische Schunke, so wie es aussieht. Das Leuchtsignal ist ihre Bitte um Hilfe. Georde der Rothändige und Rumtreiter Regier tauschen nervöse Blicke. Georde der Rothändige runzelt die Stirn. So weit entfernt von den normalen Schiffsrouten. Das könnte auch eine Falle sein, Captain. Vielleicht versuchen sie, sich hier ranzulocken. Auf einer Schunke könnten wir sehr interessante Ausrüstung finden, mischte sich Chetopek ein. Nur so ein Gedanke. Selbst ohne Fernrohr erkennst du, dass sich am Deck ein paar Seeleute bewegen, die noch am Leben sind. In Ordnung, steuer längst. Jetzt mach die Kanonen bereit. Die Kanonier brauchen Übung. Hier können wir nichts mehr machen. Halten wir uns von ihnen fern und bauen uns auf den Weg. Steuer längst. Als seine Mannschaft das Schiff neben dem heimgesuchten Schiff steuert, taumelt die Kapitänin herüber.
Ein Speer hellen weißen Knochen zeigt aus der Seite ihres Halses heraus. Bei den Göttern, sie keucht, bis sie um zu helfen. Du wischst dann hier herunter und siehst, dass ihre Handgelenke und Knöchel von ähnlichen Auswüchsen befallen sind. Die Haut und ihre Wunden herum sind rot und die Wunden klaffend. Nur einer der Matrosen schafft es, auf die Füße zu kommen. Seine Kehle ist fast vollständig von einer Kette Knochenspeere umringt, die durch seine Haut tragen. Wir können einen Handel abschließen, wenn wir ein paar verzauberte Handschuhe. Wir haben ein paar verzauberte Handschuhe, sehr weich und schnell. Er lehnt sich schwer gegen den Mast, sein Atem zischt flach und schnell durch die seltsamen Knochengewächse hervor. Der Kapitän runzelt die Stirn. Ich danke dir, Oroko, ich weiß, was sie dir bedeuten. Der Matrose schüttelt den Kopf. Eine Leiche bedeutet ein Erbstück nichts mehr. Was plagt deine Leute? Es ist Rumba Sidde, erklärt die Kapitänin, wobei ihre heisere Stimme vor Angst zittert. Der Knochenfrost. Er hat bereits die Hälfte meiner Seeleute das Leben gekostet und ich fürchte, die anderen werden wir auch nicht wirksam behandeln können. Ja. Holt den am meisten Kranken von der Krankheit mitgenommenen Seemann eurer Mannschaft herbei. Wir werden ihn auf unser Schiff nehmen, untersuchen und ein wirksames Heilmittel geben. Geordnet der rothaarige Stand. Bist du verrückt geworden, Captain? Es ist der Knochenfrost, Rimban, Sadot, die Geißel der Seemänner von der ewigen Weiß. Wenn wir uns das einfangen, wird es unser gesamtes Schiff versenken. Du hast mich schon verstanden. Minus 15 Moral. Schluffend begibt sich der Seemann vom Pestschiff auf deins. Deine Mannschaft weicht zurück und bildet eine breite Gasse, mit der er marschieren kann. Manchen Formen abwehrende Schutzsymbole mit Fingern oder Mumiengebete zur Rimbergrant, während der kranke Mann an dir vorbeitaumelt. Moral verloren. Ich kann dir nicht genug lang erklärt, der Captain. Wer weiß, wie lange wir ohne deine Hilfe überlebt hätten. Erreicht dir ein kleines Kästchen. Bitte dies hier als Geschenk entgegen, als Zeichen meines Dankes. Danke. Minus 5 Medizin. Nachdem er untersucht wurde, was nicht lange dauert, kehrt der kranke Matrose mit ausreichend Teilmitteln auf sein Schiff zurück, um auch den Rest der Mannschaft zu behandeln. Erschöpft aber vor der Hoffnung, winken sie zum Abschied, als sein Schiff sich wieder auf den Weg macht. Ja. Ergos flinke Berührung. Bei mehr als Gesundheit besteht bei angehenden Angriffen im Fernkampfwaffe eine Chance von 5% nur 0 Schaden zu erleiden. Gewandtheit und Aktionsgeschwindigkeit. Ah, ist was für Hagrim. Medizin verloren, aber wir haben Erfahrung gesammelt. Dein Hauptsegel wird gehisst. Du segelst hinaus aufs offene Meer. Shitopek hustet heiß und blickt sich nervös um. Der Rest der Mannschaft beißt die Zähne zusammen und murmelt Flüche. So wie es aussieht, hat die Kraftheit auf dein Schiff übergegriffen. Moral verloren. Nutzloser Dummkopf. Ja, okay. Da kann ich ein bisschen gegensteuern. Da kann ich ein bisschen gegensteuern. Habe ich noch was Besseres? Nur Feuerseetang. Erstmal 10 hiervon. Und 60 hiervon. Das macht 5 und das macht nochmal 6. Also 11 Moral kriegen wir zurück. Und ansonsten muss ich gucken. Wie ich meine Moral wieder steigern kann. Auf jeden Fall nicht, wenn ich mich mit denen hier anlege. Reagenzien. Oh, ein Schiffswrack. Wrack durchsuchen. Wrack. Weiter durchsuchen. Komm, Sportsklavenhändler. Okay, die Krummsporn-Sklavenhändler, die wollen scheinbar nichts von mir.
Wie sieht's bei der Schiffsmannschaft aus? Langsam etwas besser. Deine Besatzung wird von Krankheiten geplagt. Die Krankheit beginnt langsam, ein Husten hier, ein Zitter dort, aber dann trifft sie die Mannschaft so richtig hart und breitet sich während der Monsterwehr auf und unter Deck aus. Die Arbeit kommt zum Stillstand, als deine Mannschaft sich steif über Deck bewegt. Knochen und Speere sind an ihren Handgelenken und Knöcheln zu sehen. Wenn die Speere die Haut durchbrechen, lassen sie rote, klaffende Wunden zurück. Schmerzerfülltes Stöhnen ertönt von allen Ecken des Schiffs. Moral verloren. Oswald findet dich in deiner Kajüte. Durch das offene Fenster hörst du einen deiner Matrosen heftig würgen. Wenn das so weiter geht, Captain, wird die Mannschaft bald ausfallen. Sie ist jetzt kaum noch mehr seetüchtig. Ja. Kannst du den Schiffsarzt konsultieren? Kannst du mir verraten, warum jeder auf dem Schiff krank ist, seit Ingrim? Ja, mal, Rümban Südel, antwortet er. Alt Ingrim ernst, der Knochenfrost von diesem Pestschiff, das wird Leben kosten, wenn wir es nicht behandeln. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Alt Ingrim fährt mit einer gekrümmten Hand über den Mund. Am besten gehen wir ihr dagegen mit Medizin vor. Hoffentlich haben wir genug Vorräte, um alle zu behandeln. Dann verteil alles von mir aus. Alt Ingrim kehrt aus dem Lager zurück mit einer kleinen Truhe, die schwarze Erde enthält. Holistische Würmer, grunzt der Matrose. Sie fressen die Krankheit auf, die die Knochensperre verursacht. Es ist weder schön noch angenehm, aber es rettet Leben. Jedes der Besatzungsmitglieder geht der Reihe nach zu Alt Ingrim, um das erkrankte Knochenmark entomologisch entfernen zu lassen. 25 Vorräte verloren. Oh, plus 10 Moral. Nach Anwendung der korrekten Medizin holt sich die Mannschaft schnell. Bald sind wir alle an Deck und schmettern Seemannslinien in Richtung Horizont. Ihr segelt weiter. Moral erlangt, ein Tag verstrichen. Ja, du bist an Deck deines Schiffes, als die Besatzung deine Aufmerksamkeit verlangt. Okay. Du stehst auf dem Hackstein und blickst über das Deck, der dir den Feind hinaus auf das Meer, als sich angenähert. Wir haben ein Problem, Captain. Oswald hat sich wegen der Verwundung zur zusätzlichen Ration Grog genommen. Die gesamte Mannschaft weiß Bescheid und niemand ist sonderlich glücklich darüber. Getränke verloren, 10. Was würdest du an meiner Stelle tun, Alter Ingrim? Naja, Captain, ich denke, es wird erwartet, dass Oswald ausgepeitscht wird. Sich ungefähr auf den Schiffvorräten zu bedienen, kann uns alle ganz schön in die Bredouille bringen. Oswald nach der Situation fragen. Du findest Oswald unter Deck und willst wissen, warum der Seemann sich eine extra Portion Grog gegönnt hat. Als Antwort löst Oswald die Bandage von der Wunde und zeigt dir das zerfetzte Fleisch und die Blutergüsse. Tut schrecklich weh, Captain. Schlimmer als alles andere. Trinken ist das Einzige, was es erträglich macht. Dann wollen wir uns mal darum kümmern. Alt Ingrim nickt. Befehle, Captain. Wenn Oswald zusätzlich Grog bekommen hat, dann steht das auch dem Rest der Mannschaft zu. Siehe zu, dass seine Extraration bekommen. Oswald war halt Schmerzen, sagt den anderen, dass es keinen Grund zur Neid gibt. Wenn sie sich solche Wunden zusehen, bekommen sie ebenfalls Extraration. Oswald öffentlich schelten und ihm heimlich Grog geben. Schleppt den Dieb an Deck, sodass ich vor den Augen der Mannschaft meinen Missfallen ausdrücken kann. Eine Bestrafung ist angesagt. Eine unorthodoxe Lösung in Betracht ziehen? Sie sehen dich erwartungsvoll an, erneut die Möglichkeiten überdenken. Ja, geben wir mal an alle aus. Ingrim blinzelt zweimal und lächelt dann langsam. Ei, Captain, ich sage Ihnen, Sie sollen sich am Gogfass melden, sobald Ihr Dienst zu Ende ist. Ja, plus 15 Moral, minus 15 Medizinvorräte. Oh, das könnte knapp werden. Zusammen mit dem Grog-Vorräten schwindet auch jede Hoffnung auf Ruhe, während die Mannschaft immer ausgelassener feiert. Sie genießen die Fete in vollen Zügen und am nächsten Morgen ist jede Feindseligkeit gegenüber Oswald vergessen. Manche von ihnen können sich überhaupt nur wenig an wenig erinnern. Jo. Getränke und Nahrung verloren, Zeit verstrichen. Aber wir kriegen die Moral höher. Und die Leute gesund. Wir verlieren aber an pistolenfahrender Händler. Nein, schade. Ja, meine Moral wird halt noch eine Weile leiden. Bis unser Chirurg wieder fit ist. Bis unser Chirurg mit den anderen fertig ist.